Willkommen zurück zu Shadow Hearts 2. Es geht weiter, Freunde, und es ist wieder Gasttime und dieser Welcher darf sich gerne an dieser Stelle vorstellen. Schönen guten Tag. Josef mein Name. Ich bin sehr leidenschaftlicher Gamer und ich bin auf John gekommen, wie ich damals nach Let's Plays durchstöbert hatte. Da hatte ich dann Shadow Hearts 1 gesehen gehabt bei ihm. Da habe ich dann sofort angefangen zu schauen. Ja, sehr schön. Da bist du ja genau zur richtigen Zeit gekommen, jetzt wo es Shadow Hearts 2 gibt. Ja. Wo wir jetzt natürlich mittendrin sind, natürlich. Du hast dich ja sehr früh auch gemeldet als Gast und ja, nun bist du dabei. Und wie du siehst, wir sind immer noch in diesem riesengroßen Dungeon unter Nemeton. Und ja, wie man schon rausgehört hat, du kennst natürlich das Spiel. Was gefällt dir denn besonders gut an der Shadow Hearts Reihe? Vielleicht gibt es auch etwas, was du weniger magst. Wie ist denn so dein Feedback? Mein Feedback ist so, dass ich interessant fand mit den Fusionen. Mhm. Und dann, dass man auch noch die ganzen Gegenstände, Ausrüstungsteile, alles auch anschauen konnte. Und dann auch noch so eine kleine Beschreibungstext dazu hatte. Das war genial gewesen für das Spiel. Das stimmt, ja. Sehr detailverliebt, ne? Ja. Absolut. Ja. Und bei manchen Nebenmissionen fand ich das nicht so wirklich prickelnd. Für die Charaktere, die ganz einige Nebenmissionen. Mhm. Aber will ich jetzt noch nicht genauer ins Detail drauf eingehen, könnte nämlich Spoiler sein. Für diejenigen, die das Spiel noch nicht kennen. Ja, das kann gut sein. Es gibt schon welche, die das. Es gibt einige, die es sogar noch nicht kennen. Ups, jetzt habe ich mich verdrückt. Das Spiel ist ja gar nicht so bekannt, ne? Und, was eigentlich viel echt super schade ist, meiner Meinung nach, weil es sollten eigentlich deutlich mehr kennen. Leider. Mhm. Und deswegen freut es mich immer mehr, wenn wir hier immer den einen oder anderen zu diesem wunderschönen Spiel überzeugen können. So, ich habe ja schon gedacht, wir sind jetzt eventuell schon am Ende des Dungeons, aber du hast mich kurz vor der Aufnahme ja ernüchtert, dass wir vielleicht bei der Hälfte sind. Sofern ich mich noch so recht erinnern kann, das letzte Mal, das war, wo ich an dieser Stelle war, anderthalb Jahre ungefähr. Okay, das geht ja noch, aber mal gucken, was uns jetzt erwartet. Ja, tatsächlich, die Rätsel gehen weiter. Ja, das kann, oh, ja, das kann ja lustig werden, vor allem sind es wieder diese Schiebeblöcke. Oh. Ah. Ach, das schöne Spiel. Oh, okay. Mal gucken, ob du es auf Anhieb schaffst. Anscheinend kommt man hinüber, wenn man auf dem Licht bleibt. Okay. Jetzt ist er runtergegangen. Darfst du mir nochmal angucken? Ja. Ja gut, ich kann ja gleich nachrennen. Ich muss ja nicht warten, bis es aufhört. Was? Aber das kann auch passieren, wenn man nicht aufpasst. Jetzt verstehe ich, warum da unten so ein riesengroßer Platz ist. Ich dachte, das ist so eine Boss-Area, aber nein, das ist einfach nur eine Fall-Area. Okay. Ah, da sieht man das schon und fällt trotzdem runter. Echt geil. Das ist mit dem Analogstick. Oh, es geht genau da weiter. Wow, da muss man aber echt mit dem Analogstick auch ein bisschen aufpassen hier, dass man da. Ich glaube hier das Mittelstück, wo du bei den zweiten warst, hättest du rübergehen können. Ach stimmt, jetzt sehe ich es auch gerade, ja. Okay, jetzt ist es interessant, aber. Ja, ne, und jetzt einfach. Hey, das habe ich nicht gemacht! Das habe ich nicht gemacht! Beim ersten Mal ist mir das auch so passiert. Das ist ja, ey, der nimmt das ja so genau, als wären die Dinger rutschig. Tja, Glatteis vielleicht. Ja, wirkt fast so. Feldwege, da weiß man nie genau. Okay, nochmal ganz langsam. Er merkt sich das zum Glück, also wenn man einmal drauf getrampelt ist. Ey, ich habe jetzt so Respekt vor diesen Dingern. Naja, wie ich damals mal dran gemacht hatte, da hatte ich das probiert gar nicht schwierig zu machen mit den allerersten Waffen bis zum letzten Endgegner. Okay. Boah, da muss man echt aufpassen. Ja, verdammt schwierig die Stellen. So. Okay, jetzt dürfte ich ja nicht mehr runterfallen. Jetzt kommt. Hey! Ich wollte doch nur stehen bleiben, Mann! Ey, er nimmt aber auch riesen Schritte, ne? Wie so ein. Nimmt er gleich drei Schritte auf einmal, wie der läuft. Wartet mal. Kann man nicht grundsätzlich gehen, damit er nicht so schnell ist? Müsste eigentlich auch funktionieren. Kommt was in Erinnerung, Rato. Aber wie ich jetzt null Bock auf die Gegner habe, ich werde jetzt auch fliehen vor den Gegnern. Ich habe im letzten Part, war ich so fleißig.
Und ich kann sie jetzt langsam echt nicht mehr sehen. Lieber tue ich nochmal offline leveln, aber das will ich euch jetzt nicht schon wieder ewig lang antun. Deswegen tschüss. So. Verständlich. Ich will jetzt wirklich nur diese Rätselstellen machen. Okay, der Fall an sich tut jetzt nicht so weh, ein Glück. Und nochmal auf ein neues. Okay. So. Man sagt ja eigentlich, alle guten Dinge sind drei, aber bei dir sind es nur 4 oder 5. Ja, ja, bei mir muss man da definitiv mit mehr rechnen, das ist normal. Ja. So, ach, ich wollte eigentlich gucken, ob man irgendwie gehen kann, aber jetzt habe ich es auch schon wieder. Der rennt mir einfach zu schnell. Ich drücke ganz leicht den Analogstick und der macht halt schon so einen riesen Satz, ne? Einfach nur tippeln. Ja, die ganze Zeit tippeln. Da können wir wieder abkürzen. Ja, da das super spannend ist, an dieser Stelle wird man vielleicht auch gern fliegen können. Was für eine krasse Überleitung zu meinem neuen Wochenthema. Denn ich wurde heute in The Last of Us 2 im Spiel etwas gefragt, was ich mir gedacht habe, hey, das ist doch eigentlich eine geile Frage fürs Wochenthema. Und zwar soll es heute darum gehen, welche Superheldenfähigkeit hätte man gerne? Von all diesen Möglichkeiten, übersinnlichen Kräften, ob man die jetzt schon mal bei einem Superhelden gesehen hat oder ob man da sich selbst was einfallen lässt, ganz egal. Fällt dir denn spontan was ein, so eine übersinnliche Fähigkeit, eine Superheldenfähigkeit, die du gerne hättest? Unverwundbarkeit. Unverwundbarkeit, das ist definitiv ein Klassiker. Wobei ja der klassische Superheld... Okay, kommt das nochmal? Mal schauen. Der klassische Superheld hat ja immer eine Schwäche, ne? Also so eine hundertprozentige Unverwundbarkeit hat ja meines Wissens, glaube ich, gar niemand, ne? Ich bin mir gar nicht sicher. Bei Leuten, die unverwundbar sind, dann ist das dann die Schwäche entweder Familie, Freunde oder die Frau, die man liebt. Dass der was passieren könnte. Das stimmt, das stimmt. Und da Unverwundbarkeit ist ja fast schon... das Einzige, was eventuell nicht geht, ne? Weil man muss ja immer, man hat immer eine Schwachstelle, man hat immer sein persönliches Kryptonit, kann man sagen. Oh Mann, ich hab's mir jetzt schon wieder nicht gemerkt. Glaubst du, ich kann nach oben? Ja. Okay. Meinst du, ich kann immer noch nach oben? Kann gut möglich sein. Kann gut möglich sein, ja. Ich kann aber auch auf die Fresse fliegen. Okay. Ich glaube, kannst jetzt noch nach oben, aber ich bin jetzt nicht mal 100% sicher. Boah. Dann müsstest du irgendwann eins nach links. Ich gehe nochmal gucken, das ist mir lieber wie nochmal runterzufallen. Und dann wieder nach oben zu laden. Eben, ja. Zum Glück kommen hier keine Gegner, zumindest bis jetzt noch nicht. So. Was ich mich die ganze Zeit immer gefragt habe, bei den ganzen Durchspielen von Shadowhearts, wie haben die es geschafft, immer in diese Dungeons reinzukommen mit ihrem Fahrzeug, die zwei Gebrüder? Ja, also entweder haben die auch eine versteckte Fähigkeit oder ich weiß es nicht. Ja. Aber gut, dass ich nachgeguckt habe, denn es geht jetzt rechts weiter. Ja, ich habe mir natürlich auch so ein bisschen Gedanken gemacht, was für eine Superheldenfähigkeit ich gerne hätte. Und ich denke, ich habe erst so was gedacht, wie sie Zeit anhalten, aber das ist ja auch irgendwie doof, weil dann hält ja die komplette Zeit an. Und dann ist mir Life is Strange in den Sinn gekommen, wie cool das eigentlich ist, wenn du zum Beispiel in einer Alltagssituation bist und du kannst die Zeit vielleicht gerade mal so um eine Minute zurückdrehen, um vielleicht einfach nochmal das aktuelle Gespräch oder eine aktuelle Situation vielleicht anders anzugehen. Und ich hab mir gedacht, das ist im Alltag theoretisch so praktisch. Und ich glaube, ich würde das nehmen, weil ich glaube, wenn man wieder sowas richtig Großes nimmt, wie, keine Ahnung, was wir vor 2 Wochen hatten, von wegen ein Riesensprung in die Vergangenheit, dann kann man wieder so viel falsch machen. Aber es ist so ein kleiner, so ein Mini-Zeitsprung, das stelle ich mir super interessant vor. Ja, könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, aber ich würde dann so 1,5 Minuten zurückgehen, weil das Gespräch länger dauern sollte als wie gedacht. Ja, kommt drauf an, mit wem man redet, ne? Das braucht man schon mal länger eventuell, das stimmt. Ja. Ja. Oder was auch noch so ein typischer Klassiker ist, Unsichtbarkeit. Ja. Da könnte man theoretisch auch viel Unsinn machen, eventuell. Ja, kann man auch. Aber man muss nur aufpassen, dass man nicht an irgendwelche Substanzen kommt, die dann einen wieder sichtbar machen. Stimmt, man muss ja genau genommen muss man die ganze Zeit nackt rumrennen, ne? Also. Ja. Das stimmt. Ja, links. Ja.
Machen wir den Kiste schon mal. Ja, zum Beispiel wie Farbe oder wenn jemand einen Feuerlöscher, so ein Klassiker, Feuerlöscher nehmen und dann sieht man den, die Umrisse. Zum Beispiel, ja. Da gibt's einiges, ja. Also das sind so das, was ich nehmen würde. Ich bin gespannt, was die werden Zuschauer dann wieder schreiben. Wie immer werdet ihr nächste Woche dann euren Comment wieder im Video finden. Also wie gesagt, entweder besteht die Fähigkeit schon oder ihr könnt auch gerne was Neues kreieren, was vielleicht so noch nicht gesehen wurde. Ja, ist vielleicht ein sehr interessantes Thema. Ich bin gespannt, was ihr euch da so wünscht. So, jetzt muss ich aber erst noch mal gucken, wie ich da nach links komme. Da, oh Gott, das ist ein ewiger Weg. Okay. Ich will es nochmal sehen. okay. Ich stelle mir das im Kopf immer so wie so ein bisschen wie seltsame Tetris-Bausteine vor. Jeden das seine. Ja, ich glaube noch eins links, dann hoch. Sorry, wenn ich das jetzt so übelst vorsichtig mache. Aber... Das soweit ich jetzt weiß, bis jetzt eine 3, bis ja, so ungefähr 3 nach links dann. Und dann geht's dann, glaube ich, runter. Ja, ich glaube auch, ja. Ja, du bist ja auch ein stolzes YouTube-Mitglied bei mir, wofür ich mich auch nochmal bedanken will. Und wie du weißt, und vielleicht interessiert es ja auch die Zuschauer, beziehungsweise die anderen Mitglieder, wobei die wissen das ja schon, dein Wunsch steht ja momentan ganz oben auf der Liste, da werden wir Suikoden 2 bald angehen. Ein Spiel, auf das ich mich sehr freue, ich kenne es natürlich. Ich weiß nicht, ob ich noch eins darf. Eins kannst du runter. Jetzt runter, ne? Ja. Ja, ich glaube noch eins und dann muss ich rechts abbiegen. So, dann geht so jetzt rechts, ne? Ja. Okay, und jetzt zwei runter und dann müssten wir es gleich haben. Und dann, dann das eine noch mal links. Das jetzt links, so. ja. Okay, ja, so Suikoden 2 wird es nach Batman geben. Ich denke mal, so im Herbst wird es losgehen, ja. Wir machen ja mittlerweile 2 Folgen in der Woche. Dadurch, dass in letzter Zeit so viele weitere Mitglieder gab, dass wir da auch vorankommen. Und ja, Suikoden 2 ist auf jeden Fall ein ganz tolles Rollenspiel. Da werden wir viel mitnehmen und uns schön viel Zeit lassen. Da habe ich jetzt schon Bock drauf. Okay, wir haben einen Speicherpunkt. Hat ja jetzt letztendlich doch ganz gut geklappt. Jetzt werden wir hier nochmal zelten, wenn ich darf. Ja, 3 Stück habe ich noch. So, okay, dann gucken wir mal. Oh, das sieht schön aus. Und das sieht wichtig aus. Hat sie doch ungefähr recht gehabt. Ah. Das war echt ein großer Dungeon. Oh, da war ein Wächter. Da war ein Wächter. Und der greift uns an. Okay, dann gucken wir mal, was er so drauf hat. Weil du heute Gast bist, darfst du entscheiden, in was ich mich fusionieren soll. Wenn ich kurz den Wächter mal sehen könnte, wenn das möglich wäre. Ja, wir können mal kurz auf den Angriff gehen. Och Gott, ist ja süß. Ein Sternkugel. Nee, Moment. Ich glaube, es geht um den da. Der sieht eher aus wie eine Quelle bzw. ein Wasserwesen. Ja. Aber weil wir jetzt ja unter diesen Ruinen sind, würde ich auch denken, wäre auch ein Schattenwesen. Schatten? Würde ich sagen, ja. Da hätten wir Nox im Angebot. Leider noch nicht die stärkere Version. Sollte ich mal nachholen. Okay, dann nehmen wir Nox. Ja, kommt Zeit, kommt Rat. Mhm. Dann bin ich immer direkt alles parat. Er sieht ja auch ziemlich cool aus, der Nox. Okay. Ja. Dann die Höllenaugen. Ach komm, die kannst du gleich mal machen. Ich werde erstmal diese Sterngucker los, würde ich vorschlagen. Ja. Aber das sind die nervigsten Dinger vom Bossgegner. Ja. Ah, okay, der Schaden war in Ordnung. Erscheinungen, Seelenkomet. Oh, die halten aber auch gut was aus, sehe ich gerade. Dabei haben wir erst neue Waffen gekauft. Aber gut, das hat ja mit der Magie dann wenig zu tun. Ja, mal gucken. Oh, sehr schön. 71 Schaden. Dann haben wir Lucia. Ich werde so schnell nicht mehr die Tarotkarte spielen. Du wirst in dem Part, der heute kam, wirst du sehen, warum. Damit habe ich auch nie wirklich, mit der Charaktere habe ich mich nie warm bekommen. Ja, es ist halt sehr random, ne? Und ja. Da kann halt auch was richtig Übles kommen, wie ich im letzten Part erfahren musste. So. Ja, viele Zuschauer wissen das schon längst bereits. Ich werde die nachher noch anschauen. Auf jeden Fall. Der war ganz interessant. Da habe ich auch das Wochenthema von letzten Mal noch durchgelesen. Deswegen haben wir heute Neues. Oh, die kombinieren sich. Das ist nicht so cool.
Ja, schlecht. Oh, oh, Eiszapfen. Wow, 140 Schaden. Wow. Das war gemein. Und alle wieder auf eine, wie ich das hasse. Und natürlich auf Karin, die Wiedererwecken hat. Natürlich. Wie könnte es anders sein? Glückstalisman habe ich zum Glück nachgekauft. Haben wir noch 12 Stück? Oh, die kriegen es gleich so reingebrettert, wenn die jetzt noch zusammenstehen. Oh, Symbolmagie. Bogen kurieren. Wäre für Karin gerade gut, aber dem Rest geht es noch viel zu gut. Mal gucken, ich würde jetzt lieber irgendwas so ein Lichtklassen-Sonderschaden. Schauen wir mal, was wir da treffen. Ach, jetzt stehen sie wieder auseinander, die Ollen. Schade. Schade, dass es keine Magie gibt, die die zusammenzieht wie ein Magnet oder sowas. Das wäre natürlich super praktisch, ja. So. Ach, vielleicht krieg ich... Möchtest du eigentlich mal wissen, wie ich bei auf Saikunen kam? Ja, gerne. Ich habe das damals zum ersten Mal gesehen gehabt beim Kollegen und ich habe mich sofort in das Spiel verliebt gehabt. Meinst du jetzt nicht Niblo? Die komplette Reihe oder jetzt nur den zweiten Teil? Den zweiten Teil. Okay. Der ist aber auch einer der besten, kann man nicht anders sagen, ne? Ja. Auf jeden Fall. Kam dann bei mir Saikunen 5. Den 5er, ja, den habe ich ja traurigerweise noch gar nicht gespielt, ne? Die restlichen Teile kenne ich. Der 5. Der fehlt mir noch, den muss ich unbedingt auch mal nachholen. Nach meinem Geschmack baut er fast genauso auf wie auf Teil 2, nur noch ein bisschen drastischer. Das werde ich auf jeden Fall noch nachholen, weil ich habe schon so viel Gutes drüber gehört und auch gesehen. Es schaut ja auch so toll aus. Ich sag mal so, mach dir lieber erstmal deine eigene Meinung. Nämlich sowieso, immer. Hast du dann eine große Erwartungshaltung dagegenüber und dann findest du es hinterher, was war das denn? Ja. Aber ich denke, ich werde da nicht enttäuscht werden. Ich will jetzt gucken, dass ich die noch auseinander treibe. Die stehen schon wieder in der Combo. Deswegen, ich lasse Karin jetzt absichtlich im gelben Bereich und überlege, was ich da machen kann. Aber sie hat jetzt leider sehr viel passive Sachen, außer eben das helle Licht. Das probiere ich mal. Vielleicht kriege ich den da ein bisschen weg. Ah, er hat sich leider überhaupt nicht weggedreht, aber das könnte ich hier mit dem Angriff jetzt erreichen. Mal schauen. Vielleicht hätte das auch mit der Schwertkunst besser hinbekommen. Boah, der ist ja total standhaft hier. Ja. Den kriege ich ja überhaupt nicht weg von seinem Fleck. So ein fieses Ding. Warte mal, wir machen normaler Angriff. Mal gucken, was das zieht. Ja, wenn ich ihn mal treffen würde, wäre es auch geiler. Deswegen hatte ich ja auch dieses Lasso mal angehabt. Damit das für mich einfacher wird. Ja, ich bin noch am überlegen, vielleicht sollte ich doch wechseln. Ich habe mir zwar am Anfang gesagt, ich will dieses Originaltempo trainieren und mich dran gewöhnen, aber es ist doch, gerade bei 5 Hits, ist es doch anstrengend, das stimmt. Ja. Ah. Mittlerweile müsstest du jetzt ja genügend Geld haben, um das Lasso zu holen. Ja, das sowieso. Ich finde ihn ein bisschen frauenfeindlich. Ich finde das nicht so nett von denen. Das macht man nicht. Bogen kurieren. Das ist jetzt notwendig. Hast du einen Lieblingscharakter bei Shadow Hearts 2? Also einen, den wir eventuell schon kennen, bestenfalls. Blanka. Blanka sogar, okay. Blanka ist eins der wenigsten Charaktere, die ich so gesehen kenne, als großartig als Tier damals zu der Zeit. Stimmt, gibt es gar nicht so oft, ne? Nee. Das stimmt. Ja, auch selbst in Final Fantasy rein. Ja, aber Final Fantasy 7 hat man noch Red 13, das stimmt, aber sonst. Ja. Aber bei Shadow Hearts. Und viele, ich hab's längst gelesen, viele meinen, Blanka wäre nicht der optimalste Kämpfer da drin. Ich finde da wiederum anders. Wenn man mit der weiß, wie man mit dem umgehen muss, da der oder die, da ist ja immer noch keiner so genau einig. Ich glaube eher. Ich glaube ein männlicher ist er, oder? Wurde sie irgendwo genannt? Bin mir nicht sicher. Ja, in einer anderen Version wurde das als Weibchen betitelt. Ah, okay. In der anderen Version wurde das als Menschen betitelt. Ah. Und da blicke ich auch nicht wirklich durch. Es bleibt nur ein Mysterium. So, ich wollte jetzt einfach ganz normal drauf. Ich denke, wenn er alleine ist, ist Blödste wäre jetzt nur, wenn er seine Gegner da wieder respawnt. Das hoffe ich jetzt einfach mal nicht. Wenn du schnell genug draufklopfst und die eventuell die Kombo machst,
Ja, wir könnten mal wieder eine Combo probieren. Das stimmt, noch hat er genug. Noch hat er genug. Da würde ich sagen, ich werde jetzt noch einmal heilen und dann versuchen wir mal die Combo. Obwohl, ja, wir müssten warten, bis der Gegner dran war, damit wir uns auch richtig positionieren. Dann mache ich jetzt mal die Aromatherapie, damit es Karin wieder besser geht. Und die Combo musst du bald beherrschen, nämlich kommt später oder viel später eine Sache auf dich zu, wo du das beherrschen musst, die Combo. Ist das so? Ja. Oh oh. Tja, ich bin ja immer wieder dabei am Üben, aber so 100% will es noch nicht klappen. Ja, mal abwarten. Wir können ja heute mal schauen, vielleicht klappt es gemeinsam. So, jetzt kommt er gleich einmal dran und dann, wenn er mir Karin nicht umkloppt, versuche ich eine Combo. Ja. Ich hatte damals 40 Versuche gebraucht, um das zu schaffen. Ja, okay. Gut, das macht er auf Blanka, das wird er überleben. So, wir sehen oben, bei Blanka hört die Kette auf. Okay, dann stellen wir uns mal zusammen. Combo, ich erstmal zu Blanka. Ist eigentlich egal, machen wir nichts. So, dann du. Auf Nox und dann noch die gute Lucia hin. So, Combo auf Karin. So, jetzt stehen sie in einer Reihe. Ja. So. Und schon mal ein guter Tipp, der Gegner darf später nicht den Boden berühren, ansonsten ist es vorbei. Ja, ich muss jetzt mit Nox anfangen, deswegen mache ich einen Sonderskill, damit es nicht so heftig wird. Ich hoffe, ja, nicht zu Boden fallen. Höllenbrausen Pfeil nach unten, das geht ja gut los. Na gut, wir schauen mal, ich habe sonst nichts anderes. Den Gegner musst du hochschleudern. Ja, leider. Aber der schwebt ja eh, ne? Ich weiß gar nicht, wie sich das dann verhält. Wenn er auf dem Boden aufklatscht nach einer Attacke, dann ist Feierabend. Mal gucken, was passiert. Ist jedenfalls bei mir immer so damals passiert. Okay, es geht noch weiter. Okay, du kannst mir jetzt sagen, wie ich weitermachen soll. Mit wem soll ich weitermachen und was soll ich ausführen? Nimm erstmal Lucia. Okay. Man sieht ja, er liegt so halb auf dem Boden, ne? Okay. Hast du in der Symbolmagie was für sie zum richtigen Angriff? Was vielleicht eventuell nach oben pfeffern könnte? Nee, nur helles Licht, das auch nach unten geht. Das heißt, ich sollte eventuell so einen Hochwinkel machen? Ja. Okay. Weil sie hat zum Glück nur einen Angriff, das sollte klappen. Jawohl. Combo. Sie trifft nicht. Gut, das war jetzt aber nicht unsere Schuld. Wenn sie nicht trifft, dann trifft sie halt nicht. Das ist halt... Das ist halt wieder Pech. Das ist so typisch mein Pech. Okay, wir haben ein anderes Problem. Die PP geht zur Neige. Das sollten wir bei Lucia mal gucken. Wir haben zum Glück mittlerweile den reinen Samen. Dann wird es nicht so kritisch. So, damit die alle schön ihren Verstand behalten. 54, okay. Muss jetzt eine Heilrunde machen, geht nicht anders. Ja, mach mal. Von den drei Teilen, welchen findest du am schwächsten von Zedo Hearts? Am schwächsten halt auf jeden Fall den dritten, ne? Finde ich auch. Ja, also, aber ich will damit nochmal sagen, weil das immer wieder ein Thema ist, das heißt nicht, dass ich den Shadow Hearts 3 schlecht finde. Es ist immer noch ein gutes Rollenspiel. Das muss man ganz klar sagen. Es ist immer noch ein gutes Rollenspiel, aber ich finde halt, er kann definitiv nicht mit seinen Vorgängern mithalten. Das ist es nämlich. Und dann, dass sie den auch nicht mal auf Deutsch übersetzt hatten. Das ist auch sehr schade, ja. Für mich wirkt halt Shadow Hearts 3 stark abgekupfert, auch so von seinen Mechaniken, von seinen Ideen her. Also ich habe Shadow Hearts 3 gespielt, es hat mir auch Spaß gemacht, aber immer wieder gab es Momente, wo ich mir gedacht habe, ja, das habe ich irgendwie schon mal gesehen, nur mit anderen Charakteren. Und das fand ich halt nicht so gut. Okay, PP steht wieder ganz gut da. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch einmal nach Heilung. Und dann können wir wieder draufrufen. Jo. So. Jedenfalls, was ich dann so komisch fand, bei Shadow Hearts 3. Nämlich, dann sollst du dann gewisse Sachen machen. Und wenn du nicht wirklich dann in Englisch bewandert bist,
Da hast du schon mal ein kleines Problem, weil du ja nicht wirklich genau weißt, was du machen sollst dann. Ja, du meinst jetzt wegen der Sprachbarriere? Ja, verstehe ich, ja. Ich habe es zum Glück deutlich später gespielt, dann war das nicht mehr so das Problem, aber ich glaube damals, als es rauskam, hätte ich da schon noch mehr Schwierigkeiten gehabt. Ja, das Schlimmste finde ich sowieso, wenn man drei Teile macht, zwei davon in Deutsch, den ersten, den zweiten und dann sagen, nö, den dritten Teil lassen wir, das finde ich schon so ein Schlag ins Gesicht der Entwickler eigentlich. Ja, muss nicht unbedingt mit den Entwicklern, könnte auch wegen den Publishern damals, also da kennt man die Hintergründe ja gar nicht, was genau da der Grund war. Ich denke, im Interesse der Entwickler, die hätten bestimmt gewollt, dass ihr Spiel dann auch wieder lokalisiert wird, aber ich kenne die Hintergründe selbst nicht. Wir könnten es noch einmal probieren mit Combo. Ich würde sagen, ich stelle sie noch ein letzter Versuch. Der hat noch genug Energie. Vielleicht klappt es ja diesmal. Irgendwann muss doch mal der Knoten platzen hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann probier es nur mit Schlagen mit Hochwinkel. Und zum Schluss kriegst du ja sowieso dann Magie. Also du meinst mit allen Hochwinkel? Ja. Okay. Ich nicht auf den Boden aufknallt. Ja. Okay. Probieren wir es. Als ich die letzten paar Mal die Kombos benutzt hat, habe ich immer gesehen gehabt. Ist auf den Boden geknallt, Kombo-Durchbruch. Ja, okay. Probieren wir es. So war das bei mir damals auch immer. Shit, jetzt ist der Gegner nochmal dran, oder? Jetzt habe ich mich vertan. Aus irgendeinem Grund kommen wir jetzt gar nicht so. Ah, gut, mal gucken, was er macht. Dann gehe ich doch mal auf Widerstand. Jetzt wird er uns eh wieder aus der Reihe tanzen hier. Oh ne, die stehen noch gut. Die stehen noch gut, oder? Ich glaube, ja. Die stehen noch alle in der Reihe. Okay, gut, dann will ich gleich anfangen. Ich mache jetzt nur noch Hochwinkel. Das heißt, ich muss immer treffen. Das heißt, Nox kommt zum Schluss. Okay, los geht's. Mit Nox könntest du auch Magie machen, eventuell. Ja, da kommt ja dann die Kombo-Magie am Schluss. Von daher. Ah, die muss ja auch noch treffen. Das ist ja auch so ein Ding. Wir hätten es ja schon mal gehabt. Hey, ich darf nicht auswählen. Nein, er ist doch nicht in der Reihe. Och, ich kotz ab, ey. Jedes Mal ist was anderes. Mann, das ist ein Fluch. Das ist doch ein Fluch, ey. Ja. Das kann doch nicht mehr real sein. Egal, ich schmeiß ihn trotzdem hoch. Wenigstens habe ich getroffen. Ja. Schöner Schaden. Ja gut, jetzt stehen die zwei noch da drinnen. Egal, ich glaube einfach drauf, der hat nicht mehr viel. Jetzt brauchen wir es auch nicht mehr versuchen. Ich krieg das aber noch hin. Und wenn es das halbe Let's Play dauert, das ist mir egal. Naja, okay. Was für Rollenspiele magst du denn noch so, außer Suikoden und Shadow Hearts? Baphomet Fluch. Ah, Adventures also auch, okay. Ja. Anno, soweit alle Teile, The Witcher, und Dino Crisis von 1 bis 2, den dritten Teil, naja, lassen wir mal auf Seite. Auf jeden Fall, ja. Über den dritten reden wir nicht. Ja, das soll gut, weiß ja auch. Da gibt es noch einige Spiele. Wenn ich die jetzt alle aufzählen würde, dann braucht man nur 2 bis 3 Let's Plays. Ja, same. Das kenne ich nur zu gut, ja. Auf jeden Fall alles ganz gute Spiele. The Witcher habe ich ja erst dieses Jahr, also den dritten Teil dieses Jahr, sehr, sehr lange gespielt. Hatte ich ja meine vollste Freude damit. Oh, der Gegner ist gleich down. Mal gucken, ob wir da eine schöne Zwischensequenz bekommen. Lucia durfte ihn hinlegen. Nicht schlecht. Der Fächer des Todes. Ich habe ja die Collector's Edition von The Witcher. Ja, sehr bekommen. Nice. Oh, Instant Tod 1, Ose als Symbolmagie, Gnadentalisman. Okay, war eine schöne Ausbeute. Und alle kriegen ein Level. Frage, ist jetzt eventuell genug? Was meintest? Mit der Symbolmagie, ob das schon für ein Ding schon reichen würde. Ich würde sagen, dass wir nächste Woche definitiv damit anfangen. Also du hast nochmal schon Frist.
Ich denke, wir haben dann genug, weil, mal gucken, wir haben jetzt noch 6 Minuten Zeit, die Zeit vergeht immer so schnell, ey. Mal gucken, ob wir da jetzt noch rauskommen. Möchtest du Karin sprechen? Von mir aus? Mhm. Das war aber ein Wächter. Wir sind beinahe alle umgekommen. Sorry, Roger hat den Wächter angestellt, damit die Bücher nicht gestohlen werden. Ich habe schon ewig lang die Ringseele nicht mehr getroffen. Ich glaube, ich habe die einmal übersehen. Okay, Sequenz, Moment. Was zum Teufel? Ich bin hier. You collapsed all of a sudden. Are you all right? Sorry. Guess I need to eat something. Is that the emigre manuscript? Naja, wenigstens haben wir das Buch. Und wo ist jetzt diese St. Marguerite-Insel oder wie die heißt? Möchtest du, Joachim? Von mir aus? Mhm. Willst du sagen, du weißt es nicht? Nö, keine Ahnung. Woher zum Teufel soll ich das wissen? Weißt du es denn? Nein. Na dann. Ja, sorry, ich habe mir immer so vorgestellt, dass er so spricht. Ja, ist auch gut. Die Insel liegt in Südfrankreich, genau vor der Stadt Cannes. Oh, Cannes ist eine geile Stadt, die Filmstadt. War schon ein paar Mal. Wir sollten also zuerst nach Cannes und dann einen Weg zur Insel suchen. Klingt gut. Okay. Oder eben so. Ich find's gut. Ja, Leute, wir haben Cannes erreicht. Das ging jetzt schnell. Nicht Keynes?
Ich meine, man spricht es nur Kan aus, wenn ich mich... Also, ich könnte mich auch irren, man darf mich gerne berichtigen. Sagen wir mal so, ich habe es nur gehört gehabt, aber ich weiß auch nicht wirklich, ob es so ausgesprochen wird. Eben, geht mir genauso. Also, berichtigt uns gerne. Leute, das war's schon. Aus dem Berichtigen dürft ihr, wie gesagt, auch gerne beim neuen Wochenthema mitmachen. Wie gesagt, Superheldenfähigkeit, was hättet ihr gern? Vielleicht auch ein bisschen erläutert, warum hättet ihr das gern? Was würdet ihr damit anstellen? Haut einfach mal raus. Ich werde dann nächste Woche drauf eingehen. Das war's dann die Woche auch schon von Shadowhearts. Die Zeit ist wieder viel zu schnell verflogen, vor allem wenn man einen Gast hat. Ich bedanke mich bei dir, dass du dabei warst. Vielleicht klappt es ja nochmal. Ich meine, das Projekt ist noch ellenlang. Mal gucken. Abwarten. Genau. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schönes Wochenende oder wann auch immer. Schönen Abend, guten Morgen, wann auch immer ihr das seht oder hört. Und mein Gast hat natürlich die letzten Worte. Ich wünsche euch allen noch viel Spaß beim Weiterschauen des Let's Plays. Ich hoffe, euch hat die Folge natürlich gefallen.